Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Moin. Schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Lena. Ich bin 23 Jahre alt und ich bin im zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung zur Industriekauffrau. Und ja, wir stehen jetzt heute hier zusammen und vertreten die gesamte Schlosserjugend im Handwerk und fordern eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung. Wir haben unsere Azubis mal gefragt, wie sie ihre Ausbildung bewerten würden, was man besser machen könnte und was sie sich noch so wünschen. Und darüber möchten wir jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Das wird alles teurer, zum Beispiel der Sprit fürs Auto, wenn man mal morgens zur Arbeit fahren muss oder wieder zurück. Oder am Wochenende mal sich ein, zwei Kisten Bier kaufen muss, das kostet ja alles. Ja, es ist ja auch nicht so, als würden die Azubis nur Geld für Freizeit oder halt die Kiste Bier ausgeben. Viele Azubis, die wir gefragt haben, die wollen das Geld für die Zukunft sparen. Und das ist doch eigentlich noch ein guter Grund, um die Ausbildungsvergütung zu erhöhen, oder nicht? Unsere Azubis vergleichen sich oft mit den Kollegen in der Industrie und stellen in der Berufsschule oft fest, dass wir so ziemlich dieselben Dinge durchgehen. Und deswegen kann ich gut verstehen, wenn Azubis direkt ihre Ausbildung in einem Industriebetrieb machen oder halt nach ihrer Ausbildung wechseln. Wir hoffen, dass wir heute ein gutes Verhandlungsergebnis für unsere Azubis mit nach Hause nehmen können. Und ja, damit sie uns in der Verhandlung nicht vergessen, lassen wir ihnen noch eine ganz kleine Erinnerungsstütze da und wünschen ihnen noch eine ganz erfolgreiche Verhandlung.